Willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play-Projekt von mir. Dieses Mal Shenmue 3. Ich habe ja damals Teil 1 und Teil 2 gespielt und bin mega happy, dass ein dritter Teil rausgekommen ist. Allerdings war ich erstmal mit Death Stranding beschäftigt und jetzt passiert irgendetwas. Ich habe nichts gedrückt. Allerdings war ich vorher noch mit Death Stranding beschäftigt gewesen, weshalb er kommt. Stand gerade dran. Ja, ich war vorher noch mit Death Stranding beschäftigt gewesen, weswegen ich Shenmue erst einmal links hab liegen lassen. Drücken wir mal eine beliebige Taste und gucken, was passiert. Ja, neues Spiel möchte ich gerne starten. Zusammenfassung. Oh, da werden bestimmt die Geschehnisse von Teil 1 und Teil 2 zusammengefasst. Und es gab nebenbei keine physische Version im Laden, was ziemlich schade ist, weil normalerweise habe ich ja einen Elektronikladen meines Vertrauens, den ich jetzt nicht namentlich nennen möchte. Und dort bekomme ich manchmal schon meine Spiele ab Mittwoch. Und Shenmue gab es dieses Mal überhaupt nicht als CD-Version, was ich ein bisschen schade fand. Und nein, jetzt geht das schon wieder los. Ich habe nichts gedrückt. Okay, scheint so, als möchte das Spiel, dass ich sofort Knöpfchen drücke und nicht ewig rumrede. Na denn, wenn das so ist, neues Spiel. Ah, okay, guck mal. Halbtraummodus, was passiert denn da? In den Einstellungen kannst du den Modus jederzeit wechseln. Empfohlener, ja, mach ich normal, ne? Ich guck erstmal rein. Oh. Mal gucken. Aber jedenfalls, ich habe nicht mehr so wirklich damit gerechnet, dass überhaupt noch ein dritter Teil rauskommt. Das ist so wie mit Half-Life 3. Ich meine, Teil 1 und 2 waren prima und Teil 3, ja, eigentlich hat man damit gerechnet, 2012, 2013, da war noch mal eine Schmerzgrenze und, oh, es beginnt. Dear Shenhua, my work is done. The Phoenix entrusted to our people is now complete. The time of destiny has come. Go with the one who holds the Phoenix, Shenhua, and find the proof. Yield yourself to the light and go together. I shall give you the family treasure, the Sword of Seven Stars. Think of the sword as a part of me and keep it with you. I shall always watch over you. What the? Leo. Right. What is this? A dragon and a phoenix. Just like the mirrors. So this is what he was working on. From a distant land in the east. From across the sea, he shall appear. He does not know of the strength hidden within him. The strength that would destroy him. The strength that would fulfill his wishes. When he is ready, he shall seek me out. And we shall brave together the rocky path. I shall wait. This encounter has been my destiny since ancient times. A dragon shall emerge from the earth, and dark clouds shall obscure the heavens. A phoenix shall descend from above. Its wings will create a purple wind.
In the midst of the pitch-black night, a morning star shall glisten, alone. What is that poem? It has been told in the village, since long ago. The one who holds the phoenix. Ja, Spiegel, großes Thema. Im ersten Teil sind wir ja noch losgezogen, um ein Familienerbstück wieder zurückzuholen. Weil der Vater wurde nämlich getötet von einem Typen und er hat nämlich das Familienerbstück, den Spiegel, halt mitgenommen. Und das war unsere erste Aufgabe, also unsere Aufgabe im ersten Teil gewesen, den Spiegel zurückzuholen. Genau. Komm, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Komm, lad schneller. We might find some clues about my father there. Let's go. Sure. Hey, Shenhua. We have to get to the village. Let's go. Do you have any idea where your father might have gone? No, I don't. Hmm. Has this ever happened before? With my father? Yeah. Has he ever disappeared without telling you? No, never. I see. Are you certain that letter from the cave was... It's his handwriting, without a doubt. Okay. Are you sure it didn't contain any clues? Shenhua? I don't know. Honestly, I don't care about the letter. I just want to find my father. I understand. Ja, I see. Das wurde in Teil 1 und Teil 2 sehr, sehr häufig gesagt. Ach ja, Ryu, übrigens, der Typ da hinten, ne, der will ja gleich ein paar aufs Maul hauen. Oh, I see. Statt zu sagen, naja, nicht, wenn ich ihn zuerst aufs Maul haue. Wow. Ey, mit der Grafik, ey, das sieht schon Hammer aus. Da merkt man schon deutlich den Unterschied. Er kommt. Hello, Liu. Shenhua, who's this? This is Liu. He saved me from drowning in the river. Did something happen? A group of thugs tore through here 2 days ago. Oh no, really? Yeah, the kind we don't normally see around here. Let's... keep moving. I see you. Hey, Shenhua. What's the matter? Does the village usually have gatekeepers? No. There's no need for them. Bailu is a very peaceful place. Are you sure about that? Because they said some thugs came by. Yes, but it sounds like they're not from around here. Still, that's worrying. Even for you? Yeah. I admit, I'm a little unsettled myself. The village feels different somehow. I can imagine. Let's ask around for some clues. Let's go.
That was a pretty old bridge. Indeed. That's the Verdant Bridge. That's what it's called. Yes. It's been in Bailu for a while. Is that the village? Up ahead? Yes. Everyone lives up ahead. We can ask around. Someone's bound to know something. Let's not waste another second. Dann laufen wir herum. Vielleicht finden wir noch einen Nebenjob und können Stapler fahren. So wie damals. Oh ja, oh ja, oh ja, das kenne ich noch. Oh ja, da konnte man hier diese Figur. Ach, ich erinnere mich. Ja, schade, du bist ein alter Spielverderber, Rio. Ja, weil früher konnte man nämlich diese so kleinen Sammelfiguren bekommen. Man konnte alle komplett sammeln und dann konnte man im zweiten Teil die wieder verkaufen. Das war irgendwie richtig geil. Das war, hatte ich schon. Das war schon was. Und das Beste waren die ganzen Actionfiguren. Man konnte Sonic sammeln. Und auch so ein Prügelspiel. Davon konntest du auch die Figuren bekommen. Nein, nicht Tekken, war ein anderes Spiel. Oh ja. I see. I'm sure we'll find out more about your father. Thanks. You investigate here, Leo. I'll try another settlement. Mal gucken. Mit wem rede ich denn als erstes? Mit Hotdog Tom 2.0 oder mit Geralt von Riva? Ja, aber der hat auch so trainiert. Der ist dann auch so über Baumstämme gehüpft, der Witcher. Wir reden erstmal hier mit Hotdog Tom 2.0. Hotdog Tom 2.0, ich will mit dir reden. Hi there. Aha! Come to apprentice under me, have you? Oh, nothing. Fear not, for I am the great Su Zixiong. I can forge a formidable master out of the most hopeless of pupils. You stand before a Chun Tai Chi master. Yeah, I'm good. Thanks. Have you seen Mr. Yuan? Do I look like I'd know anything about that? Right. Come by any time if you've got any burning questions about the great Chun Tai Chi. Will do. Ah, ich sehe, in diesem Dorf wird sehr viel Reis gegessen, ne? So, ich gehe mal weiter. Schade, ich mochte Hotdog Tom. Das war ein toller Charakter. Ah, okay, wir blättern mal hier. Ah, okay, wenn mich nicht alles täuscht, kann man hier sogar abspeichern. Gibt es hier vielleicht irgendwo eine Seite mit Abspeichern oder nicht? Laufen, Inventar, Notizblock, bla bla bla. Warte mal, ich glaube, wir müssen eine Verstartung machen. Ich drücke mal Speichern. Nein. Warte mal, ich will hier. Mehrpreiskarte. Okay, können wir irgendwo abspeichern? Irgendwo. Vielleicht wird das Spiel nochmal erklärt. Weil ich könnte schwören, früher hat man abgespeichert, indem man das Notizbuch aufgeschlagen hat. Okay, reden wir mal mit Geralt von Riva. Mit dem Witcher, der gerade am Trainieren ist. Weil so hat ja Geralt auch trainiert, ne? Geralt, komm mal runter hier. Geralt, ich will mit dir reden. Dann nicht. Und mit kleinen Kindern rede ich besser auch nicht, weil die fordern einen regelmäßig zu irgendwelchen Kämpfen heraus. Das war früher so gewesen und ich glaube, jetzt ist es auch wieder so. Hey, Mister, do you wanna wrestle? See. I need help with something. Have you seen Mr. Yuan? I don't know. Really? I don't know anything. I see. I see.
Es geht schon wieder los. Ah, I see. Excuse me. Oh, hello. How about a game of Lucky Hit? Nein, danke. Ich hab, glaube, kein Geld dabei, oder? Come on, try it. Ich kann nicht mal irgendwie ablehnen, ich kann nur Kreuz drücken. Not right now. Oh, so you don't like Lucky Hit? Ich bin Glücksspielen nicht abgeneigt, solange es sich dabei nur um Videospiele handelt. Im Real Life, da distanziere ich mich davon. Aber früher in Pokémon, das war schon geil gewesen, in Pokémon Blau. Und Pokémon Silber, ach Gott, die Glücksspielhallen am einarmigen Banditen, ey, das war herrlich. Das war richtig geil, das war... Das hatte schon was. Kann ich mir jetzt ein paar von den Figuren kaufen? Wollen wir mal erstmal mit dem alten Mann reden, der kommt mir doch mal sehr bekannt vor. Nee, nein, das ist jemand anders. There's something I want to ask. Have you seen Mr. Yuan? Where did you come from, young man? Von da hinten. What? There's always something interesting coming in from the Lijiang River. I wonder what's going to show up next. Ja, erstmal hier in die nächstbeste Fressbude gehen. Momentchen. Hallo. Sayonara, gibt es hier Intimate Reis? Hey. And who might you be? You're not a face I recognize. Schade. I've got a question. Have you seen Mr. Yuan? I'm sorry, dear, but could you save that for later? This is no place for idle chit-chat. Sieht Marcellus Wallace aus wie eine Schlampe? Das habe ich gefragt. Komm mit dir, komm, ich rede noch mal, komm hier. Excuse me. I'm looking for Mr. Yuan. I'm sorry, dear. But could you save that for later? Ja, ist in Ordnung. Frage ich nochmal stellen. No place for idle chit-chat. Dann gehen wir raus in die frische Luft. Gut, tschüss. Ja, wir wollen über Hotdog Tom gesprochen haben. Hier gibt's lecker Würstchen. Ach, guck mal an, der saß vorhin noch nicht da. Aber bist denn du? I need help with something. What do you want? Ich suche jemanden. I'm looking for someone named Yuan. No, I haven't. Not since I saw him go to that house over there. But that was a while ago. Okay, thanks. Ah, I see. Meinte er dieses Haus? Hello? Looks like no one's home. Aber ja, das konnte man auch früher machen. Man konnte einfach an jeder Haustür klopfen bzw. klingeln. Und dann... ja. Hat sich irgendwas ergeben. Entweder hat dann eine Person rausgerufen, nee, Mami ist nicht hier, oder was willst du? Verpiss dich von meinem Grundstück! Oder was in der Art. Aber es gab halt immer Feedback. So wie hier zum Beispiel. Ist keiner da. Und was ist hiermit? Is anyone there? It seems nobody's home. Okay. Ah, Ego-Perspektive. Okay, das geht auch wieder. Ah, okay. Das war nicht interessant. Damit konnte man halt früher die ganzen Namensschilder von den ganzen Türen noch lesen. Ja, warte mal. Hello? It seems nobody's home. Dann nicht, okay. Weil wenn zum Beispiel am Namensschild zum Beispiel jemand gesagt hätte, finde Gerhard Schröder, dann konntest du hier die ganzen Türen, konntest du die ganzen Klingelschilder mal angucken und hast dann halt mal gelesen, ach, Gerhard Schröder, da wohnt er. Gut zu wissen. Mit der habe ich noch nicht gesprochen. Na, Löchchen, junge Dame. Do you have a moment? Huh? What is it? Oder auch nicht. Dann war das doch keine junge... Hallöchen! Reden wir mit dem Mädchen. Ich habe aber nichts gedrückt. Hey there. Yeah?
That looks great. Yep, Shenhua tells me that too. You know Shenhua? She's my friend. Is she your friend too? Yeah, she is. Say, do you know Mr. Yin? No. He's a stonemason. A stonemason? Just like my daddy? Your dad is a stonemason as well? Yep. Can I talk to him? Uh-huh. He comes home at 7 at night. He does. Okay. Thanks. Mm-hmm. No problem. Alles klar, 19 Uhr schauen wir bei den Typen vorbei. Aktuell haben wir es... Ach Mann, jetzt kann ich die Uhr nicht gucken. Aktuell haben wir es 11 Uhr morgens. Mist. Oh, was haben wir denn hier? Hell, was haben wir hier? Beweg dich zum Ziel und zur Zielzeit. Du kannst auswählen, wann du eine Technik aktivierst. Ziel wählen, springen, wie bitte? Also wenn ich jetzt... Ach, so eine Art Schnellreisefunktion abbrechen. Weil ich kann ja zu Fuß laufen, so ist ja nicht, ne? Aber was passiert denn jetzt, wenn ich das Ding drücke? Stehe ich dann automatisch vor dem Haus oder wie oder was? Ach, dann bin ich dann zur gegebenen Uhrzeit dann dort oder wie? Schade, ich hätte mich zu gerne in den Ort noch ein bisschen umgeschaut. Ach, egal, gucken wir mal nach. Da haben wir wirklich wie ein Stalker die ganze Zeit vor der Haustür gewartet. Ich bin schockiert. May I talk to you for a moment? What is it? Oh, hi, mister. You know this man? He's my friend, Daddy. Well, get to it. I haven't seen Yuan around. If you know anything, I'd... Huh? What happened? Some thugs I'd never seen before showed up and wrecked my place. Thugs, huh? Why would they do this? It's me. They asked if I was a stonemason, so I said yes. And they just went crazy. Why stonemasons? They were definitely looking for something. What did they look like? Well, they weren't from around here, that's for sure. There were two of them. One had a shaved head with a tattoo on it. Don't tell me. They went to Yuan's place too? I don't know. Yuan was in the quarry when he disappeared. You're kidding. Those thugs might have something to do with that too. Maybe. I'll be sure to tell Shenhua. I see. Tat aber mal. Wo müssen wir überhaupt hin? So dark. Ja. Maybe I should head back to Shenhua's house. Wir waren noch nicht mal da gewesen. Gut, waren wir jemals bei ihr zu Hause? Wir springen mal ganz kurz hier. Ich möchte kein Risiko eingehen. Ich möchte mal ganz schnell zu ihr nach Hause gehen. Mal gucken, was passiert. Weil wir haben uns in den Ort noch nicht weit umgeschaut, was ziemlich schade ist, aber... Ich möchte diesen Ort auch nicht bei Nacht erkunden. Da hast du ja früher Socke und Seife bekommen, wenn du das gemacht hast. Von dem her... Schön am Tag. Have you learned anything new, Yo? Not about your father, no. I see. It seems that the thugs invaded Mr. Joe's home, though. Joe,
You mean Ling's house? They must have my father then. We shouldn't jump to conclusions. I'm going with you tomorrow. What? I can't stop thinking about these thugs. I want to know more. All right then. We'll go together. Good. I see. Na denn, wo kommen wir denn hier? Schlafen, Nickerchen halten, ihr wisst schon, bis zum nächsten Morgen mal ordentlich durchratzen. Schauen wir uns um. Können wir hier auch jedes einzelne Bild... Okay, können wir nicht. Weil das ging früher, da konntest du wirklich jedes einzelne Bild und Schriftrolle von der Wand nehmen. Können wir die? Warte mal. Ah, okay, also auf R1 aktiviere ich das hier, kann ich hier... Okay, das ist interessant. Können wir die Schriftrolle irgendwie von der Wand nehmen? Das ging ja früher. Nein, können wir nicht. Okay. I see. Ja? Ja. Ja? I've been thinking about the thugs that went to Ling's house. And? I don't think it was a coincidence. I'm with you. They must have had a reason. Let's talk to the villagers together tomorrow. Okay. I want to ask some questions of my own. Gut, und ich suche erstmal ein Lager, wo ich mal ordentlich durchschlafen kann, nicht wahr? Ich glaube, da verlassen wir das Haus, oder? Wir schauen uns hier mal ein bisschen um in dieser kleinen, beschaulichen Behausung. Oh, I see. Is this Shenhua when she was little? That's probably Yuren in the back. Ah. An upside-down fortune symbol. These were all over Hong Kong. Ah, wir können also doch... Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Wir können also doch wie in den anderen Teilen zuvor doch jede einzelne Schublade öffnen. Okay, das ist... Das ging ja... Dann halt nicht. Schließen, wie schließen wir die Fächer? Oder gehen die dann automatisch zu? Ja, geht automatisch... Okay. Oh Gott, ja, genau wie früher. Oh, herrlich. Durchsuchen wir die Unterwäscheschubladen. Wir gehen auf die Höschenjagd. Keine Höschen. Nächste Schublade. Wir gehen auf die Höschenjagd. Panties. Nein. Schade. So, das ist eine etwas größere Schublade. Okay, was haben wir da drin? Hoffentlich ein Monopoly-Spielbrett. Oh ja. Dann spielen wir mit ihr die ganze Nacht über Monopoly. Habe ich voll Bock drauf. Das da ist kein Monopoly-Brett. Okay. Hat sie hier vielleicht ein paar... Nein, warte mal. Die... Nein, nein, nein. Panties bewahrt man doch eher so in diesen Schubladen auf, ne? Was haben wir denn hier? Komm schon, kleine Kommode. Was ist da? Teller. Okay. Aber es sind ein paar schöne Teller. Was haben wir hier drin? Die Videospielsammlung von ihr? Fast. Ganz, ganz knapp daneben. So, und hier hat sie wahrscheinlich, weil sie ihre CDs versteckt. Wetten? Nein, okay, das gehört zusammen. Das gehört also zusammen. Okay, ich verstehe. Aber das ist genial. Das habe ich jahrelang im Videospielen vermisst, dass du einfach mal überall in jeder einzelnen Schublade rumwühlen kannst. Ja, das sind DVDs, oder? Ein Magazin. Do they sell them in the village? Okay, ich habe es nicht ganz erkannt. Sind Magazine, genau. Man darf ja auch nicht vergessen, ich glaube, das Spiel spielt in den Ende 80er, Mitte 90er. Kommt das hin? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ein Löffel. Lass mich raten, in der linken Schublade ist dann eine Gabel versteckt. Oh, hier unten. Jetzt aber. Hier kommen. Monopoly. Nein. Gut, ich öffne noch ein einziges Schubfach und ich hoffe einfach mal, dass da ein paar Panties drin sind. Das hier. Panties! Oh! Fesselspielchen, okay, ja. Fesselspielchen, hätte ich Bock drauf, klar. Bin ich jetzt nicht so abgeneigt, also...
Die mal ordentlich durchfesseln, das ist, ja. Also wenn sie drauf steht, klar, warum nicht? Ah, okay. Kimono. Keine Panties. Könnte aber auch eine Serviette gewesen sein, man weiß nicht. Ja toll, ich wollte nur eine Schublade öffnen, jetzt öffne ich den ganzen Rest und... Oh, Hallöchen, was haben wir denn da? Where is this? Ich bin nicht ganz sicher, sind wir da gerade einen Secret auf der Spur? Where is this? Und ich kann nicht mehr weiter damit in der... Okay, gut, ja, dann halt nicht, ne? Ich dachte, man könnte dann so ein Foto nehmen und dann vergleichen, von wo aus wurde das aufgenommen und dass man dann von der Position aus einen Schatz findet. Könnte ja sein. Nein. Was haben wir hier? Ah, I see. Naja, falls ich mir eine Kugel einfangen sollte, kann ich die da wieder rausoperieren. Ist ja jetzt kein Problem für mich, ne? Ah, I see. Weil es eine Lupe ist. I see. Gut, Mann, wir haben es ja gleich um Mitternacht, sag mal. Hier, oh, was haben wir denn hier? Ach ja. Hm. Mal gucken, vielleicht können wir da was mitnehmen. Ja. Pennen, wir gehen gleich pennen. Ja, so ist auch. Ich würde gerne speichern und dann pennen gehen. Ja, ach so, okay. Hier bin ich wieder. Für den Fall, dass das Spiel gerade pausiert hatte. Ich weiß es gerade nicht. Gehen wir eine Runde pennen. Und danach gehen wir auf die Höschenjagd. I see. Oh Kinder, 7 Uhr morgens. Wach auf, Rio. Dein Lieblings-YouTuber hat gerade ein Video hochgeladen vor 4 Stunden. 3 Uhr morgens. Du kennst ihn vielleicht. Ja, mit dem Mädel gehen wir jetzt erstmal ordentlich auf Tour und befragen hier die ganzen Leute. Das hat mir ja vorgehabt. Nein, das werde ich erst am Abend machen. Am Abend werde ich hier die ganzen Schubladen durchsuchen und auf Pentijagd gehen und... Ein Buddha. Nee, das ist... Doch, das ist... Das, es gibt ja auch dünne Buddhas. Sagte ich ja, ist ein Buddha. Aber es gibt ja auch dünne Buddhas, so ist ja nicht. Also, beziehungsweise... Buddha wird ja nicht nur in der dicken Variante dargestellt, ne? So wie in der hier. Es gibt ja auch da diesen dünneren, die dünnere Variante. I see. So, wo ist denn, ach Gott, ich habe den Namen vergessen. Shenlong, Shenlong, ach hier ist er ja. Good morning, Leo. Good morning. Did you get enough rest? Yeah. Gibt's einen Grund, warum du ja gerade auf die Brüste gezoomt hast? Du kleiner Schlawiner. Reden wir mit dir, wir wollten ja mit dir zusammen um die Häuser ziehen. Hey, What is it, Leo? It's time to make our way to the village. Okay. We can talk more on the way. Genau, also verlassen wir jetzt die Haustür. Todesmutig setzen wir unseren ersten Schritt ins hohe Gras und damit Professor Eich rufen. I shouldn't go in without permission. Ach so, das ist ihr Schlafzimmer. Ah, okay, da finden wir die Panties. Ich verstehe. Männer, ich weiß, wo die Panties sind. Da werde ich wahrscheinlicherweise später nochmal vorbeigucken. Alles klar. Warte mal, ist das hier der Ausgang oder ist das hier drüben der Ausgang? Ich weiß nicht ganz. Es gibt hier zwei Türen. Da scheint es nach draußen zu gehen. Zumindest lassen die Löcher darauf schließen. Gehen wir hier mal raus. Oh. Pflanze, mit der wir interagieren können. Oh, Lakritze. Oh, lecker. Nee, im Ernst. Ich mag wirklich Lakritze. Das ist so herrlich. Es gibt Leute, die keine Lakritze mögen, aber ich mag Lakritze. Gut, dann mache ich mich mal alleine auf den Weg. Beziehungsweise help.
der Störung. Wir können irgendwo gerade hinspringen. Okay, gut, dann reden wir alleine ins Dorf und gucken uns da... Oh, ah, okay, es passiert was. I see. Leo. Let's go. Yeah. Ich denke manchmal zu kompliziert. Ah toll, dann ja gut, dann dackeln wir hinterher und dann ja, gucken wir uns dabei die schöne Gegend an. Das sieht schon mega aus. Oh Gott, herrlich. Your house is pretty far from the village, huh, Shenhua? Oh yes, I suppose you're right. Is there a reason for that? The quarry could be one. Sorry? The quarry. It's a special one that even I'm not allowed to enter. Ah. So, your house is there to protect it? Yes, I believe so. Father didn't tell me anything about it, though. I see. Do you know what the dragon and phoenix in the quarry were for? No, I don't. But your father carved them, right? Yes, he must have. He wasn't alone, though. What do you mean by that? They must have taken generations to complete. So, you think your grandfather worked on them too? Yes, possibly even further back than that. Have you heard any stories about them? Not a single one. My father always said he'd tell me when I got older. Then, how do you know it has so much history? Well, everyone in the village has history. The villagers? Yes. Generations of stonemasons, hunters, and farmers have all lived here. The same goes for the cattle wranglers. They've been here for ages. Oh yeah? That's just how things work here. I see. Oh, das ist herrlich. Oh ja, oh Gott, ja, oh, das sieht so mega aus. Grüßchen. Ah, da ist Feldir. Oh Gott, das sieht so mega aus. Das ist herrlich. Oh, jetzt habe ich es aus den Augen verloren. Da ist es lang. Ah, okay. Na dann, Rio, stürzen wir uns ins Abenteuer. Ist das ein Dojo? That's right. This is Marshall Hall. It's been here for ages. Marshall Hall. Long ago, many great martial artists traveled here, from all over the world. But no one comes here nowadays. Is that so? Ryo, you should come here to practice when you have time. Is that okay? Of course. Our doors are open to everyone that comes here looking to master the martial arts. Are you a new trainee? Sorry? Hmm, you're Japanese. I am. The people of Bailu Village have trained here for centuries. It has history. Did you say centuries? You would do well to train here if you have lost sight of the path. You can polish your techniques. So, you'll let me train here? Not only that. I'll let you prove yourself by fighting the monks here. You're on. A fight? Very well. Your first opponent shall be Red Tiger. He is our least skilled monk, but do not underestimate him.
Achso, ich soll jetzt also gegen ihn kämpfen. Tippe einfach auf die Tasten, bla bla bla, versuche mal. Psst, versuche mal R2 zu drücken. Ist dich satt, bevor du kämpfen gehst. Achso, ist dich satt, bevor du Kämpfe angehst. Ah, ich habe mich gerade gewundert. I see. Ja, gut, dann kämpfen wir. Das hat im ersten Teil zum Beispiel ein Weilchen gedauert, bis es zum ersten Kampf ging. Und dann mussten wir uns gleich gegen ein paar besoffene Hafenarbeiter wehren, aber okay. R2, okay. Ach so, ah. Wow, bam. Jetzt mach ich mal 3. Okay, bam. Ja, fühlt sich immer noch... Okay, das fühlt sich immer noch wie früher. Okay, sehr gut. Sehr schön, wenn manche Sachen... Wenn gute Sachen gleich bleiben. Okay. Bam! So, Kampf gewonnen. Fragen wir die Leute weiter. What say you? Will you join us? Yes, absolutely. Very well. What is your name? Ryo, Hazuki. I shall have a name tag prepared for you. You will start from the lowest rank. Rank? Yes. You must fight and defeat someone above your rank in order to move up. You must train day in and day out to improve your kung fu. Mensch, das ist ja sehr spitze. Das gefällt mir, das ist schön. Match, Halle der Kampfkunst, ja, okay. Ja, da werde ich später mal vorbeigucken, ja. Ja, da wollen wir mal. Wo geht's weiter? Ich habe gerade Shenlong aus den Augen verloren. Mist, wir wollen aber noch mal. Das Mädel, was wir in Teil 2 kennengelernt haben. Die, der, genau, die da meine ich, genau. Das sieht herrlich, das, ach, die Gegend, auch herrlich. Genau da wäre ich jetzt gerne. Nicht im kalten Deutschland, sondern genau dort jetzt da, wo es schön warm ist. Whose shop is that? Over the bridge. Oh, it belongs to Uncle Tao. Uncle Tao, huh? Yes, people can get anything they need from his shop. I see. I see. Leo, did you pack anything to eat? Why do you ask? Well, you can't run on an empty stomach. That's a very good point. Be sure to keep a little something on hand in case you get hungry later. A lot of places in the village sell food, too. Thanks. I'll keep that in mind. Das ist ein erwachsener Kerl. Mensch. Da braucht man niemanden, der etwas sagt. Da braucht man keine Mutti, die sagt, ach Mensch, Ryo, pack dir doch mal was zu essen ein und etwas zu trinken. Ja, sie meint es nur gut. Außerdem ist es ein Videospiel. Das soll ein kleines Tutorial sein. So ein kleiner Hinweis, dass wir nicht vom Fleische fallen. Bin ich eigentlich noch auf richtigen Kurs? Ja, bin ich noch. Okay. I see. Ach ja, der Laden. Genau. Ah ja, stimmt. Ich wollte ein paar Figürchen kaufen. Oh ja, bitte. Leo, das Herb. This is... It's licorice. You can make Chinese medicine with it. So, you can turn this into medicine, huh? Not just this. There are lots of herbs growing in Bailu. Where do they grow? They're all over the place, but you have to really look for them. Oh, really? There should be special maps at Uncle Tao's shop. Someone actually made maps? Yes, if you find enough to make some medicine, Uncle Tao will buy them from you. Okay, I'll have to keep that in mind.
Ja, so ein Kräutchen habe ich auch bei dir im Garten ausgerissen, meine Liebe. Ich hoffe, du haust mich jetzt nicht dafür. Oh ja, lecker Lakritze. Darauf kauen wir nachher rum. Also gut, wir müssen jetzt also in den Oder auch nicht. Wir folgen ihr erstmal. Wir folgen ihr erstmal zum Dorf und dann befragen wir die ganzen Leute. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt, was da alles passieren wird. Ich weiß jetzt schon, für was ich mein Geld verpulvern werde, ey. Das ist... I would like to know. What's the tall tower just past the village square? Yes. That's the bell tower. What is it for? We ring the bell if there's a fire in the mountains, or if something dangerous is encroaching on the village. Is that why it's so tall? Precisely. It's also a useful landmark, because you can see it from anywhere in the village. That's handy. So you can find your way back to the square, if you head for the bell tower? That's right. I'll have to keep that in mind. Mein Geld werde ich für diese Actionfiguren aus diesen kleinen Bällchen ausgeben. Oh, das habe ich früher gemacht, weißt du, mit Stapler fahren, Geld verdient und dann die ganzen Figuren gekauft. Oh ja. Das war schon cool. Oh, das ist eine hübsche, ne? Das ist eine sehr hübsche, Core, muss man schon zugeben, ne? So, können wir jetzt mit Geralt reden? Nee, oder? Warte mal, mit der Alten aus der Küche. Warte mal, die hat doch gesagt, ich soll später nochmal zurückkommen. Telefonzellen. Ja, ja. Bei uns in Deutschland waren die gelb. Ich weiß nicht, stehen bei euren Städten noch irgendwelche Telefonzellen rum? So, genau, wir sollten ja später nochmal zu der Alten wiederkommen. Dann wir gehen zuerst zu ihr hin, ne? Alter vor Schönheit. Hallöchen. Hey. Who are you, young man? I can't help but notice you've been wandering around here lately. Ja, wir haben auch gestern noch miteinander gesprochen. My name is Ryo Hazuki. Ah, so you're Japanese. Sorry, dear. I'm going to have to ask you to leave. I'm not too partial to strangers. Wait, Mrs. Jung. Oh, Shenhua. I didn't know you were here. This is Ryo. He's my friend. Oh, well, why didn't you say so? Now, what can I do for you? I've got a question. Have you seen the thugs that came to the village recently? Oh, yes. Those hooligans came here, too. Ist euch auch aufgefallen, dass ihr mit der Wand redet? What did they want? They seemed to be looking for something. They were turning the house inside out. In a mountain village like this, the only thing that has any value are the stones that Yuan carves. Could the thugs have taken my father? That's not the only possibility. Ah, weil das Mädchen draußen steht, redet die Frau dann mit der... Oh Gott, ja, oh Gott. Oh, really? Do you know where ich hab nichts gedrückt. After that? No, dear. Your guess is as good as mine. They vanished without a trace. I see. I see. Mädel, dank dir hat die Alte da hinten mit der Wand gesprochen. Das müssen wir häufiger so machen. Dann stehen die Leute hier als Trottel da. Und, ist der kleine Timmy in den Brunnen gefallen? Excuse me. You're not from around here, are you? Yue Fang, this is a friend of mine. Is that right? Have you seen the thugs that came to the village recently? Word has it they showed up at the Wong household. But Wen's lips are sealed. Maybe she'd open up to you. It's worth a shot. Thank you very much. Just be careful, okay? She'd be heartbroken if anything were to happen to you. Huh? Who would be heartbroken? Shenhua, that's who!
Ryo, Mensch, dass du das nicht gerafft hast. Actually, I... Oh dear. There I go running my mouth again. Okay, then. I see. Oh ja, das will ich jetzt aber noch in diesem Part ausprobieren. Komm. A game can't hurt. Okay, es gab zwei. Dann machen wir machen eins. Fische oder doch lieber da. Ach, nehmen wir die hier. Die sehen irgendwie cool aus. Wir haben 200 Yen und wie viel pro müssen wir da reinwerfen? Wir werfen 10 ein. Okay. I see. Also sozusagen in Euro. Nein, warte. Umrechnung. Warte, das wird anders umgerechnet. Das ist Yen. Ich glaube, 100 Yen sind in Euro umgerechnet. So ist das, glaube ich. Ach komm, genau wie früher, komm. Lass mich raten, so ein kleiner Pappmülleimer steht direkt daneben. So eine kleine Pappschachtel. Da hat man dann... Okay. Süß. This is great. Genau. Abbrechen. Ich wollte nur eine kaufen, genau. Wie bitte? Mir fehlt jetzt irgendwie die Animation, dass sie noch die Kapsel noch wegwirft. Das hat man... Pass auf, früher, da gab es hier so eine kleine Pappschachtel und dann hat der dann einfach die beiden Kapselteile dann so weggeworfen. Schade. Ach, das wird sogar vermerkt, dass ich da gespielt habe. Mit den Wang reden, okay. Wong, okay, Wong. Wong, Wang? Egal. Das Haus der Wangs, wo ist denn das? Da wohnt unser Steinmetz-Freund. Wir gehen mal da oben hin. Wir gucken mal. Oh, da ist kein Namensschild dran. Is anyone there? Ja, früher, da gab es halt so Namensschilder bei der Tür. Und da konnte man dann halt wunderbar sehen, da wohnen die Wongs, da wohnen die Schröders. Ja. Ah, hier, mit dem wollte ich mal reden. Hier. Wie sieht's denn aus? Martial Law. I have nothing to say to a stranger. Can I talk to you about something? Shenhua, what's up? This is Leo. He's a friend of mine. For real? I need help with something. Hmm? I'm looking for Wang Wen. I have nothing to say to a stranger. Mingyang. What, Shenhua? Did you see Wang Wen or not? I saw her heading toward the Verdant Bridge. Thanks, Mingyang. Oh, don't mention it. I'm just, you know. Stranger, what do you buy? What are you selling? Come back anytime. Ah, I buy it by a high price. Stranger, have a lot of good things for sale, stranger. Okay, bei der grünen Brücke. Das schauen wir nochmal nach. Und er hat in die Richtung gezeigt. Da ist das Häuschen. Da ist ein Häuschen. Da drüben. Bei der drüben ist die Brücke. Nee, warte, das ist der Lebensmittelladen. Okay, wir gehen weiter. Häuschen bei Brücke. Okay, das da ist ein Häuschen. Da drüben ist eine Brücke. Nee, das hier ist eine Brücke. Und da drüben ist ein Häuschen. Passt schon. Nee, warte, das ist das Dojo. Da haben wir uns vorhin gekloppt. Ach Gott, okay, warte mal. Sie ging zur grünen Brücke.
Okay, wir müssen manuell hinlaufen. Na, ist aber die Brücke grün? Nee, oder? Kann man das jetzt grün gelten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir bräuchten vielleicht so eine Brücke wie Whoopi sie gerne hätte. Super grün. Hey, da sind die beiden Hanseln. Wir brauchen aber. Vielleicht haben die hier was gesehen. Shiren? Yes? Dann nicht, Hallöchen. Hallo, Leo. Rio, right? Na, das Gespräch hier. That's right. I never thought Shenhua would show up with a man. I'm sure the other villagers are surprised too. Have any of them brought it up? You've got the wrong idea. Sorry, I said too much. Shiren is gonna have my head. If only those thugs would show up. I'd love to make them suffer with my own two hands. I see. I see. Grün, grüne Brücke. Warte mal, komm gleich noch kurz aufschlagen. Wo ist Wen Wong? Sie ging zur grünen Brücke. Ich glaube, wir sind ja bei der falschen Brücke, kann das sein? Ich glaube, wir sind ja falsch, ne? Könnte aber auch an der Einstellung meines Fernsehers liegen, dass es etwas dunkler ist. Nee, das ist rot, oder? Das ist rot, sag mal, komm. Das ist eindeutig rot. Wir sind bei der roten Brücke gelandet. Glückwunsch. Aber der Typ hat mich doch hierher gelotst, sag mal. Wo ist denn eigentlich unsere Begleitung? Oh, wir haben Fußspuren hinterlassen. Da ist meine Begleitung. Hallöchen, weißt du, wo es zur grünen Brücke geht? Wir können mit ihr nicht reden. Schade. Grüne Brücke und der Typ hat mich hier gelotst. Ja. Wir schauen mal hier lang. Wir finden bestimmt irgendwo eine grüne Brücke. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und dabei schauen wir uns die schöne Umgebung an. Schön. Und jetzt Schmetterlinge, die hier rumfliegen. Ach, da kriege ich doch gleich gute Laune. Das sieht vielversprechend aus. Ich gehe mal kurz hin. Ah, kann ich uns Sachen kaufen? Hey, Bud, over here. You can't play unless you buy some tokens. Okay. Buy some tokens if you want to play. What are you buying? What are you selling? Come back anytime. Ah, so eine Art Glücksspielhölle. Okay. Nur unter freiem Himmel. Nein, ich gehe da mal. Oh, ich muss die Aufnahme langsam wenden. Gut, meine Lieben, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, dass euch hat das Video ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich mich dann auf die Suche nach der grünen Brücke mache. Bis dahin würde ich sagen, passt auf euch auf. Macht's gut, meine Freunde. Ciao.